Ganz herzlichen Dank. Schön, dass Sie mich hier eingeladen haben. Bin gerne in Kitzbühel, auch öfter. Und freue mich, dass wir heute wirklich wichtige Themen diskutieren. Der Vormittag hat unglaublich Spaß gemacht. Normalerweise fange ich an und sage mit Stolz, ich spreche jetzt über das wichtigste Thema, Klimawandel. Das habe ich vor einem oder zwei Jahren noch gesagt, aber glaube ich, sollte man jetzt nicht mehr tun. Ich finde, dieses Thema Geopolitik schafft es die Welt, offen zu bleiben, zu handeln, arbeitsteilig zu sein. Schaffen unsere Politiker das, die Konflikte zu lösen, oder gehen wir zurück in ein Zeitalter der Konflikte der kleinen Welten, des geringen Wachstums, einer geringen Arbeitsteiligkeit? Es wird eine Welt sein, wo wir eine hohe Inflation, hohe Zinskosten haben werden. Und es ist aus meiner Sicht die größere Bedrohung momentan für die Welt. Das zweite Thema, ChatGPT, mit Sicherheit auch ein Bruch in der Entwicklung. Erstmals können wir erleben, was künstliche Intelligenz wirklich heißt. Jeder, der sich selber schon mal bei ChatGPT hinterfragt hat, wird verstehen, dass da einfach wahnsinnig viel Substanz auf uns zukommt. Auch eine ganz andere Art, mit Wissen umzugehen. Mit Sicherheit auch noch mal ein größerer Bruch. Ich sage, ich bin trotzdem mit dem drittwichtigsten Thema hier, mit dem Klimawandel. Und da ist die Hauptfrage, schaffen wir dieses Ziel 1,5 Grad oder 2 Grad der Limitierung? Und Sie wird es vielleicht überraschen, ich bin überzeugt, dass wir das schaffen werden. Ich bin überzeugt, dass wir den Klimawandel stoppen können. Und ich bin auch überzeugt, wenn die Welt stabil bleibt und offen bleibt, dass wir auch das als gemeinsame Aufgabe in der Welt lösen können. Ich versuche Ihnen das ein bisschen näher zu bringen in den nächsten Charts. Heute schon angesprochen, wo kommt die CO2-Belastung der Welt her? Erstmal aus der Primärenergie, der größte Teil. Da wissen wir, es gibt heute schon Volkswirtschaften, die können die Primärenergie zu 100% CO2-frei. Gehört Frankreich dazu, die machen das anders. Machen es mit Atomstrom, aber auch die nordischen Länder gehören dazu. Ich darf Ihnen übrigens eine App empfehlen, die heißt Electricity Map und die zeigt, ich kann es leider jetzt hier nicht auf Kamera zeigen, aber die zeigt so ein Bild der Welt, weiß nicht, wer mal von Ihnen da kurz drauf schauen kann. Und da können Sie draufklicken, können Sie runterladen, ist kostenfrei und können zum Beispiel schauen bei Österreich, wie die Energie gerade erzeugt wird im Verbund und mit den anderen Teilnehmern. Das ist überwiegend Hydro, fast 80% oder 70%. Ein bisschen Wind, erstaunlich viel Wind, wenig Sonne heute, aber eben auch Gas und Import führt dazu, dass wir heute 240 Gramm hier in der Kilowattstunde haben. Und das kann man jetzt vergleichen, Frankreich natürlich grün und auch die Nordik, aber die Schweiz ist schon ein bisschen besser, die macht 150 Gramm, hat eben Atomstrom dabei und ist dann ansonsten auch überwiegend in der Wasserkraft. Das bedeutet, es gibt, glaube ich, schon viel Zuversicht und meine Vorredner haben es auch zum Ausdruck gebracht, dass man die Primärenergieerzeugung wirklich umstellen kann. Da muss man die Hausaufgaben machen. Es zeigt sich auch um uns herum, kann man das auch in anderen Teilen der Welt. Transportsektor, habe ich mich lange damit befasst, schaffen wir mit Sicherheit eine Reduzierung um 50%. Überwiegend Elektrifizierung, das führt dazu, dass wir dort eben dann auch CO2-freien Strom verwenden können. 50% schaffen wir. In der Industrie ist ein ganz heterogenes Feld. Gibt es Themen, die uns gut gelingen werden? Stahl, man kann Stahl CO2-frei herstellen, mit Sicherheit auch nicht sehr viel teurer. Es gibt Industrien, wo wir weiterhin CO2 emittieren werden. Ich würde mal sagen, Reduzierung 30-50% aus heutiger Sicht möglich. Bau, Heizen können wir mit Sicherheit elektrifizieren und damit klimaneutral stellen. Zement bleibt sicher schwierig. Jetzt in Deutschland wird diskutiert, ob man nicht mehr Häuser aus Holz bauen sollte. Finde ich auch, ne? Kann man auch, wird in Österreich auch gezeigt. Und auch das hilft. Also ich würde sagen, auch dort schaffen wir 50%. Wenn man also einmal so drauf schaut, was haben wir heute an Technik in der Hand? Ja, 2/3 Reduzierung, vielleicht 3/4 Reduzierung können wir mit heutigen Technologien. An vielen Stellen wird es übrigens nicht teurer, sondern es wird an vielen Stellen billiger. Heizen mit einer Wärmepumpe ist billiger, auch heute schon, selbst bei den hohen Stromkosten. Aber man braucht diese unglaublich hohen Anfangsinvestitionen, um die Systeme umzustellen. Aber das Leben wird nicht teurer. Das Leben wird nach der CO2-Wende billiger. Gibt es ein paar Gründe dafür. Ganz interessant ist, wenn man nochmal drauf guckt, auf den CO2-Verbrauch pro Einwohner.
Der ist nämlich sehr unterschiedlich in der Welt. Und da gibt es einige Dinge, die sind offensichtlich. Ich glaube, dass jedem klar ist, dass man eben in Katar mit riesen Kühlbedarf oder auch in Saudi-Arabien mit CO2 ein bisschen anders umgeht als jetzt in den Vereinigten Staaten oder auch in Deutschland. Aber was auffällig ist, ist, dass eben ähnlich weit entwickelte Länder, hier zum Beispiel Deutschland und Schweden, ganz unterschiedliche Fußabdrücke haben. Die meisten Länder sind übrigens hier bereits über dem Peak, also rückläufig. Deutschland hatte vor 2, 3 Jahren noch über 10 Gramm pro Einwohner. Mittlerweile sind es 8,5 und es geht kontinuierlich runter. Aber es bleibt natürlich schon die Frage, warum ist Deutschland so viel schlechter als Schweden? Schweden ist industrialisiert, ist ein großes Land, die müssen mehr heizen als wir. Was macht den Unterschied? Na, der Lebensstandard ist ähnlich, auch die Schweden reisen viel, die essen Fleisch, also Leben ist noch gut in Schweden, ist ein bisschen teurer vielleicht wie hier, aber in Summe lebt man auch in Schweden sehr, sehr gut. Was macht den Unterschied? 2 Dinge, der Primärsektor ist umgestellt, also die haben einfach keine Kohlekraftwerke mehr, was wir in Deutschland einfach noch in jeden Mengen haben, leider im Netz. Und sie haben eine CO2-Steuer von 100 Euro pro Tonne. Merkt man im täglichen Leben nicht, aber es ist eben so, Treibstoff ist ein bisschen teuer, Heizkosten sind sehr viel teurer, fossil. Und ich werde danach noch darauf eingehen, 100 Euro ist nicht so viel, wir diskutieren 20. Aber 100 Euro scheint eine Volkswirtschaft gut zu verkraften und dann stellt sie sich auch automatisch, auch marktwirtschaftlich natürlich, sehr viel eleganter um als wie mit endlosen Regulierungen der einzelnen Sektoren. Also, ich glaube, daraus kann man mitnehmen, wenn man die Hausaufgaben machen, die so wirklich als Primärsektor umstellen, kann man 3,5 Tonnen erreichen. In einem industrialisierten Land, wir essen immer noch Fleisch, wir fliegen noch in Urlaub, wir leben eigentlich so wie heute, aber wir haben dann 3,5 Tonnen. Was bedeuten 3,5 Tonnen, wenn man mal davon ausgeht, dass wir nicht alles eliminieren können an CO2? Da bleibt ein Rest, dann müssen wir uns mit Gedanken vertraut machen, das CO2 aus der Luft zu holen. Wir brauchen Carbon Capturing, wir müssen das CO2 entweder filtern, chemisch binden, in der Erde binden. Und da gibt es Technologien, wurde heute nicht angesprochen, aber es gibt eine Reihe von Startups, die sehr vielversprechend sind zum CO2. Capturing, man holt es aus der Luft und verpresst es dann dort, wo man das Erdöl im Prinzip vorher rausgeholt hat, also in Norwegen oder im Mittleren Osten. Es geht. Ist unterschiedlich teuer, es gibt sehr effiziente Technologien, wo man aber sehr gute Rahmenbedingungen braucht. Wenn Sie diese Startups anschauen, dann kommen Sie zu dem Schluss, dass dieses Capturing irgendwann mal enden wird, in diesem Jahrzehnt noch zwischen 100 und 80 Euro, was wir heute an Technologien sehen. Das heißt, es wird uns möglich sein, für die Tonne CO2 aus der Luft zu holen. CO2 ist ein Gas, ist hier eher in Bodennähe, sehr dünn, ne? Wir haben 400 ppm derzeit. Man muss es entweder filtern, chemisch filtern oder mechanisch filtern und aus der Luft holen und dann verpressen. 80 bis 100 Euro, 3,5 Tonnen, das macht 350 Euro pro Einwohner. Wäre nicht gleich verteilt, ne? Weil ich sage mal, Sie in dem Raum hier haben höheren CO2-Footprint, Sie dürften dann mit Sicherheit fliegen Sie mehr, Sie reisen mehr, aber im Durchschnitt die niedrigeren Einkommensschichten haben sicherlich einen sehr viel niedrigeren, also sind vielleicht bei 1 Tonne, 2 Tonne, aber in Summe sind es im Durchschnitt eben 350 Euro pro Einwohner, macht einen Euro am Tag. Kann man sich das leisten? Ja, ich glaube schon. Können wir uns leisten, zumal in den Volkswirtschaften, die noch viel weniger entwickelt sind, der Footprint natürlich auch viel kleiner ist. Ne? Euro am Tag werden wir uns für den Klimawandel leisten können. Deswegen bin ich überzeugt, dass man das auch schaffen kann. Ja, jetzt haben wir, was auch positiv, glaube ich, zu erwähnen ist, eine weltweite Bewegung, sich an die Spitze zu stellen, an die Spitze der Bewegung zu stellen bei den Technologien zum Klimawandel. Wir haben ja nicht nur in Europa ein Riesenprogramm, wir haben diesen Inflation Reduction Act in den USA, 1 Trillion Dollar, die im Wesentlichen in Klimaschutz investiert wird. Ähnliche Programme gibt es in Japan, in Korea und auch in China hat sich schon früh mit dem Thema Klimawandel beschäftigt. Ich muss jetzt hier unterstellen, dass es eben nicht nur zum Ziel hatte, bei diesen Volkswirtschaften die Welt zu retten, sondern sich auch einen Vorsprung zu erarbeiten. Man wollte sich einen technologischen Vorsprung erarbeiten, um dann diese Technologie, wollen wir ja auch,
weltweit zu verkaufen. Das treibt sicherlich sowohl die USA als auch China, China schon sehr lang. Und da sehen Sie eben, dass das, ja, ich will nicht sagen, dass das Rennen gelaufen ist, aber dass sich China an der Stelle einen wahnsinnigen Vorsprung erarbeitet hat. Ein Großteil der Klimaschutztechniken werden in China skaliert. Das gilt insbesondere für die Solarkollektoren, mit denen ich mich in der letzten Zeit befasst habe. Sie sehen das unten, also bei Wafern zum Beispiel, die kommen zu 99% heute aus China. Batterien, eine ähnliche Technologie, wird einfach dominiert von China. Jetzt kommen ganz große Investitionen aus den USA dazu, Subventionen, also der amerikanische Steuerzahler wird dafür sorgen, dass bei uns auch die Solarpanels und die Batterien sehr, sehr kostengünstig werden. Es ist ein Wettrennen, aber es sind natürlich alles Mittel, die letztlich in den Klimawandel fließen und der Welt helfen. China, immer auch sehr kritisch diskutiert, ich möchte hier mal einen positiven Punkt machen. China hat für den Klimawandel Unglaubliches geleistet. China hat es nämlich geschafft, den Preis für Solarzellen dramatisch zu reduzieren. 2010 hatten wir in Europa noch eine Solarindustrie, überwiegend in Deutschland. Das Watt Peak, so misst man die Leistung, hat damals etwa 2 Euro gekostet. War natürlich nicht wettbewerbsfähig mit Kohle, mit Öl, mit anderen Energieformen. Heute kostet das Watt Peak, nur 10 Jahre später, 20 Cent. Und damit ist das Watt Peak oder die Solarstromerzeugung heute die günstigste Energiequelle weltweit. In Indien können Sie Solarstrom mittlerweile für 1,5-2 Cent erzeugen, im Süden Europas für 3-4 Cent, im Süden Bayerns eine Hausinstallation machen, für 5 Cent vielleicht, in Norddeutschland für 7 Cent. Und es ist eben gelungen, dadurch, dass China eine bestehende Technologie ist, übrigens keine deutsche Technologie, sondern Solartechnologie war in Japan auch verfügbar. Wir hatten in Deutschland einen Anfangserfolg und haben das dann aufgegeben. Aber es ist eine Technologie, die auch im Wesentlichen 20 Jahre alt ist. Aber dann durch eine große Skalierung, durch einen extremen Wettbewerb, durch große Programme der Installation für Solarzellen, dann eben sehr stark in den Wettbewerb kostengünstig gemacht wurde. Das hat dazu geführt, dass mittlerweile der Zubau an zusätzlicher Energie, an erneuerbarer Energie, auch deutlich schon dominiert wird durch Solar. Also etwa die Hälfte des Zubaus aller neuen Energieanlagen sind heute Solaranlagen, und zwar weltweit. Es geht von Indien über Afrika, über alle Kontinente. Wasserkraft, das zweitwichtigste, und man sieht auch ein sehr positives Zeichen, der Zubau an konventionellen Energien ist mittlerweile sehr, sehr gering geworden. Das führt jetzt zu unterschiedlichen Prognosen. Hier eine Prognose von Shell, die jetzt erstmal keine Solarzellenfirma ist. Von daher an der Stelle ganz glaubwürdig. Shell geht davon aus, dass eben die Solartechnologie die dominierende Energieerzeugungstechnologie wird in den nächsten Jahrhunderten, muss man hier sagen. Wir haben heute eine installierte Kapazität von etwa 1 Terawatt in der Welt. Fast die Hälfte, rund 40% in China übrigens. Also China ist auch der größte Anwender der Solarenergie. Und die Prognose zeigt eben, dass wir etwa 70 bis 100 Terawatt an Solarstrom benötigen werden. Das bedeutet unglaubliches Wachstumspotenzial für diese Industrie. Und also eine Versiebzig- oder Verhundertfachung, das bedeutet, dass man eben auch noch viel mehr Kapazitäten an Fabriken für Solaranlagen benötigt. Und aber auch, dass der Solarstrom natürlich immer noch günstiger werden wird in den nächsten Jahren. Und wenn man das sieht, muss man sich natürlich überlegen, ob wir nicht was tun sollten, hier ähnlich wie in den USA die Solarindustrie zurückzubringen nach Europa, weil es einfach ein Riesenwachstum ist. Es ist absehbar, dass schon im Jahr 2030, 2035 die Solarindustrie mit der Applikation dann größer ist als die weltweite Automobilindustrie. Ja, jetzt muss ich ein bisschen auf die Zeit schauen. Sie erlauben mir ein paar Charts zu überspringen, aber eine Frage möchte ich vorwegnehmen. Wir haben natürlich die Sonne nur an bestimmten Tagen, heute wenig. Was machen wir? Das ist die Preiskurve jetzt in Deutschland für Strom. Und Sie sehen, dass natürlich zu den Sonneneinstrahlungszeiten der Strompreis wahnsinnig niedrig ist, also sich fast eine Solarinstallation nicht mehr lohnt, aber dann eben in den Abendstunden die Strompreise hochgehen, da die Erneuerbaren nicht mehr in dem Maße zur Verfügung stehen. Was brauchen wir? Speicher.
Und auch bei Speicher gibt es aus meiner Sicht sehr positive Nachrichten. Diese Eisenphosphat-Batteriespeicher, da kostet etwa der Speichervorgang heute noch so 9, 10 Cent einmal speichern, was zu teuer ist. Ja, Wasserkraft ist viel günstiger, 2, 3 Cent. Aber die Prognosen sind, dass wir Ende des Jahrzehnts auch die Speicherkosten etwa in der Größenordnung haben von 3 Cent, 4 Cent vielleicht, vielleicht sogar 2 Cent, auch durch diese Skalierung, die überwiegend in China stattfindet. So, was ist der Infineon-Anteil an der Geschichte? Infineon brauchen wir in dieser gesamten Wertschöpfungskette. Infineon ist ein wichtiger Hersteller der Leistungshalbleiter, also immer, wenn es darum geht, die Energie umzuwandeln, von Gleichstrom in Wechselstrom zu schalten, hochzuschalten, den Solarstrom ins Netz einzuspeichern, dann brauchen wir Infineon. Das gilt für die ganze gesamte grüne Stromerzeugung, für Wind und für Solar, gilt natürlich auch für die Elektrifizierung unserer Haushalte, Wärmepumpen und natürlich um die Effizienz, die wir in diesen Maschinen verbessern können. Eine Diskussion, die häufig dann auch gestellt wird, die ich vielleicht noch vorwegnehmen darf, eine Elektrizität wird sich durchsetzen beim Thema Transport, weil es einfach viel effizienter ist. Wir können mit 3 Windmühlen 1600 Autos betreiben, während wenn wir das umwandeln müssen in Wasserstoff und dann in E-Fuels, da bleiben halt einfach viel weniger Autos. Es wird damit sehr, sehr teuer. Also dominant wird wirklich die Elektrifizierung sein und die müssen wir überall anwenden, wo sie irgendwie geht, weil sie den anderen eher Rohstoff- oder Molekültechnologien einfach überlegen ist, wenn es um die Umwandlung geht. Die Frage klang schon durch, was passiert eigentlich in der Welt, die noch im Wachstum ist? Ich bin überzeugt, dass die das fossile Zeitalter vollständig überspringen werden. Sie haben hier ein Beispiel aus Nigeria. Nigeria hat 16.000 Elektrobusse bestellt. Nigeria ist ein Hersteller von Öl oder ein Ölproduzent, hat 16.000 Elektrobusse bestellt, die werden es mit Solar betreiben, aus China, weil wir die in Europa leider nicht haben in der Menge. Und nicht, weil sie jetzt unbedingt das Klima retten wollen, sondern ganz einfach, weil sie billiger sind. Sie sind einfach billiger im Betrieb, in den Fahrkosten als Autos mit Dieselmotoren. Die Welt wird elektrisch und wir bei Infineon werden dafür sorgen, dass sie unglaublich effizient ist, dass wir wenig Leistungsverluste haben, dass die Installationen auch immer kostengünstiger werden. Sie haben ein paar Mal sicher schon gehört von den neuen Werkstoffen, um die es da geht, Siliziumcarbid, Kaliumnitrid. Infineon ist ein Pionier, da rein zu investieren und zwar um die Effizienz einfach noch weiter voranzutreiben. Die Siliziumhalbleitern, die heute eigentlich zu 90% eingesetzt werden, kann man einfach die Effizienz nochmal deutlich verbessern mit Siliziumcarbid, Galliumnitrid, viel davon auch in Villach entstanden, also hier in Österreich. Und das wird uns auch dann in die nächsten Generationen treiben. Hier ein Beispiel, das sind Solarinverter, nur die letzte Generation Siliziumcarbid, jetzt mit unter 2 Kilo und einer hohen Leistungsfähigkeit, also unter 2 Kilowatt oder über 2 Kilowatt pro Kilogramm Leistungsfähigkeit. Ja, können wir jetzt fortsetzen. Ein Chart ist mir noch wichtig an der Stelle. Auto und Energieerzeugung, das wird immer mehr zu einem Ökosystem. Das Auto wird als Speicher benötigt, um Strom zu puffern, um den Haushalt zu puffern. Aber das Auto wird auch zu Hause geladen mit der Solarzelle auf dem Dach. Und das führt eben dazu, dass Autofahren auch sehr günstig wird dann elektrisch. Weil wenn Sie natürlich den Strom hier am Dach produzieren, 5 Cent die Kilowattstunde, ein Auto braucht 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das heißt, Sie fahren für einen Euro 100 Kilometer, einen Cent der Kilometer. Das ist ein Zehntel von dem, was Sie heute zahlen. Und das Auto kann natürlich dann dazu auch noch dienen, im Haushalt den Strom zu puffern. Ja, Infineon macht noch an vielen Stellen tolle Dinge. Auch hier Hochspannungs-Gleichstromübertragung. Übrigens aus meiner Sicht wesentlich wichtiger als die Wasserstoffleitungen. Hier müssen wir investieren. Das ist deutlich effizienter. Ein Thema wollte ich jetzt noch mal ganz kurz ansprechen, weil es heute Vormittag schon Punkt war. Das Thema künstliche Intelligenz, große Sprachmodelle, führt zu unglaublichem Rechenbedarf.
Also das Trainieren dieser Modelle wird dazu führen, dass wir für Datencenter, für die wir heute etwa 1% des weltweiten Stromverbrauchs haben, das wird hochlaufen. Ja, die Nvidia sagt Ihnen was, da sind die Prognosen, dass wir vielleicht 10% der Weltenergie durch die Nvidia-Prozessoren schicken werden für künstliche Intelligenz. Auch da gilt es natürlich dagegen zu arbeiten. Auch dafür hat Infineon Lösungen, wenn Sie welche brauchen, der Urschitz, der macht den Vertrieb bei Infineon, sitzt ja in der ersten Reihe. Auch da kann man dagegen halten, wir können mit Sicherheit 10% in dieser Umwandlung reduzieren. Ja, Auto gehe ich heute nicht mehr so stark drauf ein. Ich glaube, wir müssen auch aufpassen, dass wir noch Zeit für die Diskussionen haben. Ich möchte eigentlich abschließen, dass die Investitionen, die wir tätigen, damit wir das Ganze, die ganzen Aufträge auch bewerkstelligen können, unsere größte Investition in der Unternehmensgeschichte in Dresden. Ich möchte eigentlich mit dem Chart enden, das so nochmal dieses Thema behandelt. Schaffen wir den Stopp des Klimawandels? Das ist aus meiner Sicht die beste Prognose, die es derzeit weltweit gibt. Aurora Energy Research, die sind in Oxford, die machen das aus meiner Sicht sehr detailliert, sehr gut. Und Sie sehen, die Prognose ist ja nicht positiv heute. Also von dem, was wir wissen, was in der Welt unterwegs ist, werden wir landen bei 2,3 bis 2,5 Grad. Allerdings hat sich im letzten Jahr die Prognose um 3% verbessert. Ist also nicht schlechter geworden. Das heißt, wir kriegen mehr Momentum darauf. Es gibt Implementation Gap, das heißt, wir haben eigentlich die Ideen, die Ziele, aber nicht die Maßnahmen, vielleicht nicht das Kapital. Und es gibt natürlich auch nochmal, wir brauchen, um die 1,5 zu erreichen, bräuchten wir auch noch mehr Ambition. Auch ein Thema, das vorher angesprochen wurde, deswegen lege ich es nochmal schnell auf. Die Frage ist, gibt es noch Aufwuchs? Brauchen wir an einigen Stellen noch mehr CO2? Und auch da muss man sagen, dass die weltweite Entwicklung des Bruttosozialprodukts heute weitgehend von der Energieintensität schon entkoppelt ist. Und das sehen Sie an dem Chart ganz gut. Sie sehen, es sind einige Nationen aufgetragen, China zum Beispiel, na jetzt schon CO2 negativ, aber wird sich nochmal um 150% in den nächsten 30 Jahren praktisch vervielfachen, also praktisch um Faktor 1,5, 150%, aber der Energiebedarf geht um 60% dabei zurück. Denn Indien ist immer noch ein bisschen an der Grenze, aber Indien wird auch um 400% wachsen, aber die Carbonemissionen nur um 24%. Heutige Prognose, ich würde sagen, dass das wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch positiver wird. Also, wir schaffen das, wir können das schaffen und Sie können einen Beitrag dazu leisten. Vielen Dank.